zusammen und willkommen zurück hier zu Let's Play Transocean, der Shipping Company bei uns hier in der Shipping Inc. mit der Investorin, die 380 Millionen Investorenanteile beim letzten Mal abgestaubt hat, die Gutste. Ja, und die uns unseren Laden zusparen will, ne? In 5 Monaten ist es soweit. An Weihnachten 2018 will sie uns die Hütte zumachen, es sei denn, wir schaffen es, diesen schwindligen Auftrag hier zu erfüllen. Es ist einiges schon unterwegs. Aber es sind noch ein paar offene Baustellen. Also, was ist erledigt? Sydney ist erledigt. In Anführungszeichen, da ist nämlich gerade das Schiff unterwegs. Also, das hier ist durch. Auckland ist offen. Auckland, kleiner Hafen, schwierig. Müssen wir mit dem Feder fahren. So, wäre eigentlich eine Idee, hier unten nochmal den Feder zu kaufen. Muss ich mir gleich merken. Also, Melbourne Feder kaufen. So. Das hier ist alles erledigt. Dann haben wir noch Kunststoff offen. Eine Baustelle. Da fehlt noch ein bisschen was. Dann haben wir noch offen Anchorage Luxuswaren, Reykjavik ist ebenfalls erledigt, beziehungsweise der Feder ist unterwegs, also auch hier gedanklich einen Strich machen. Anchorage, Alaska wird das gleiche Problem, ebenfalls nur mit dem Feder befahrbar. Metall, das ist ein ziemlicher Brocken, 6400 Metall, aufgrund des Gewichts könnte hier auch nochmal aufwendig werden. Möbel, das bereitet mir aktuell extremst Kopfzerbrechen. Ein bisschen von New York fehlt noch, aber das volle Programm aus Gioia Tauro aus Italien. Das ist, glaube ich, eine Riesenbaustelle, weil die Möbel, die kommen irgendwie nicht ins Angebot, warum auch immer. Schnäpschen ist, glaube ich, ebenfalls ein Haken. Dahinter haben jetzt 2 Schiffe voll beladen mit Schnaps, mit Blindmachern, mit Augentropfen, wie ich immer so schön sage. Und können wir auch hier einen Haken dahinter machen. Dann haben wir nochmal Textilien aus Italien und aus der Türkei. Die sind, glaube ich, aktuell noch offen. So, und aus Indien die Textilien sind durch. Okay, also gequatscht, aber Melbourne, hier wollen wir ja einen Feder kaufen. Den hier zum Beispiel. Aber der hat nur 270 Toy. Ich glaube, den will ich doch nicht. Wisst ihr was, wofür gibt es hier Filter? Also kommen wir. Wir holen uns mal hier Filter. Feder. Geht, glaube ich, schneller. Santos, nee, schlechte Idee. Hongkong, Hongkong, Santos, Georgia Ports, Melbourne. 480, nee. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich will den großen, wenn ich mich einen kaufe. Dann nehme ich Hongkong, der ist einfach näher. Ja, der ist näher. Ich nehme Hongkong. Das müsste dann der Feder 7 sein. Fett 1,4K 007. Und ansonsten könnte man das Schiff ja jetzt auch umtaufen. Ne, das finde ich eine tolle Idee, dass man jetzt Schiffe umtaufen kann. So, weißt was? Du fährst jetzt mal da runter nach Auckland. Hast nichts zu mitnehmen, kann ich nicht ändern, ist Pech. Ich ändere nämlich jetzt die Taktik. Ich tue das Schiff in den Zielhafen bringen, von wo ich was losschippern muss. So, du fährst hier mal auf 27 Tage, ist ja hässlich, ne? Ja, okay, du fährst da runter. Und da unten baut man dann um und dann liegt er ja hier, keine Ahnung, einen halben Monat oder so. Und in dieser Zeit können wir immer mal wieder hinschauen, sind Aufträge da für Jebel Ali. Ich glaube, so rum ist es besser, wenn wir es machen. So, Kolonnen Postpanamax angekommen. 12,7 Millionen. Dankeschön. So, warum sind wir hierher gefahren? Ja, wegen dem Alkohol, der eigentlich schon erledigt ist, ne? Ja, das ist natürlich schwierig. So, dann können wir hier den für Balboa auch nochmal mitnehmen, wenn wir eh nach Balboa unterwegs sind. Hier gibt es noch Kaffee, aber den Kaffee haben wir schon geliefert für Jebel Ali. Das passt. Abfahrt. So, Feder kommt in Balboa an mit Agrargütern. Jawohl, dieser blöde Vertrag ist erledigt. Super Geschichte, jawohl. Glückwunsch weiter so. Ach, hör mal bloß auf. So. Wie sieht es denn aktuell aus mit unseren Verträgen? 2 Stück, die Langläufer. Okay, die interessieren uns momentan nicht. Die interessieren uns nicht, nein. So, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, dann düst du mal nach Alaska. Mein guter Freund, du düst jetzt nach Alaska. Genau, weil da müssen wir ja auch noch was holen. Anchorage haben wir sogar. Holz, sehr gut. Feder, zack. Ab dafür. Das ist gut. Ne, dummer Zufall. Passt gerade. Ne, manchmal braucht man Glück. Also, Abfahrt. Postpanamax in Balboa. Das hat sich gelohnt, diese Fahrt. Das ist richtig. So. Metalle haben wir gesagt, ne? Metalle. Wo gibt's denn hier Metall?
Hier nicht. Da gibt's Waffen, das ist toll. Aber die brauchen wir ja nicht. Da gibt's auch kein Metall. Nee. Müssen wir mit dir jetzt auch nach Europa fahren, um Metall zu kriegen, oder wie? Will ich aber nicht. Metall und Kunststoff. Und Möbel, ja, hm. Kunststoff, ja, Kunststoff ist hier drüben stark vertreten. Ja, weißt was, wir düsen mit dir. Wir düsen nach Europa. Ja. Ägypten, ich weiß nicht. Nee, komm, wir fahren leer. Wir fahren nach Hamburg. Wir fahren leer nach Hamburg. Das Geld ist im Moment nicht das Problem. Panamax kommt in Dakar an. Mit dem Glöckchenvertrag, ne? Der mittlerweile auch schon erledigt ist. Erz, Lebensmittel, Erz, Lebensmittel, Erz. Nö, brauchen wir nicht. St. Petersburg. Ja, wir düsen nach Russland. Vielleicht finden wir da noch was in Russland, ne? Wäre ja möglich. Ich muss mich hier jetzt einfach mal ein bisschen auf Europa konzentrieren. Postpanamax kommt an. Metall, sehr schön. Aus Italien kam der Metall. Kunststoff. Ja, fahren wir nach Italien zurück. Wenn man uns schon eine Route anbietet. Dann warst du hier mein Italien-Beauftragter. Abfahrt. Nächste kommt an. Nochmal Metall. Ui. Super. Okay, also habe ich gar nicht mal im Kopf gehabt, dass wir so viel Metall unterwegs hatten. Dann hätten wir hier noch was für Rotterdam. Ja, komm. Nehmen wir das für Rotterdam mit. Hoffentlich erwischen sie uns nicht. Ansonsten zahlen wir morgen noch die Strafe. Wäre bestimmt empfindlich. Und in Australien kommen wir an. Sehr gut. So, auftanken. Lebensmittel, Lebensmittel. Nee, wollen wir nicht. Ich muss zwischendurch immer mal wieder einen Blick werfen. Nicht, dass mir irgendwas entgeht. Das möchte ich vermeiden. Das möchte ich einfach vermeiden. Kunststoff. Ah, wisst ihr, was noch toll wäre, wenn ich hier irgendwie einen Filter hätte, dass ich sage, zeig mir mal alle Häfen, wo es Kunststoff gibt, dass ich nicht jeden einzelnen anschauen muss. Manila. Ah ja. Manila gibt es auch Kunststoff. Also hier die Asien-Ecke, da sollten wir mal... Da sollten wir mal schauen. Haben wir da was für die Asien-Ecke? Nee, haben wir nicht. Okay, schwierig. Dann düst es so hin. Ab nach Manila. Auf die Philippinen. So, und der Feder kommt an. Mit Holz. Ach ja, genau. Das war dieser lustige Feder, wo wir gesagt haben, also... von Hamburg, naja, schwierig. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber gut, es ist erledigt. Das Thema ist durch. Jetzt hätten wir hier wieder Luxusgüter von Glöckchen nach Reykjavik. Also, die wissen auch nicht, wo sie das Zeug hingeschippert haben möchten, glaube ich. Kunststoff Mombasa. Kunststoff Cheetah. Also, die Logik, die entgeht mir irgendwie. Die entgeht mir komplett. Da wird auch nichts hergestellt, was wichtig wäre für Jebel Ali. Aber überhaupt nicht. Nee. Nee. Gar nicht. Weißt du was? Du düst nach Italien. So machen wir es, genau. Du düst nach Italien. Oder halt, nee, du düst in die Türkei. So machen wir es. Weil von da brauchen wir auch noch was, ne? Da brauchen wir auch noch Textilien. Schau mal, wie viele Schiffe hier von uns unterwegs sind. Das ist ja unglaublich. Lam Chabang, Ankunft. Warum haben wir hier Halt gemacht? War das nur ein Zwischenstopp oder wie? War das zum Auftanken? Ich weiß schon gar nicht mehr. Metall! Metall! Den lassen wir uns nicht entgehen. Kriegen wir zwei, kriegen wir nicht zwei drauf. Den nehmen wir mit. Sehr gut. Jebel Ali und dann nach Italien. So, in New York. Der reparierte Kahn steht zur Verfügung. Sehr hübsch. Möbel. Wir brauchen Möbel. Nö, gibt's nicht. Okay. Möbel gibt's schon, aber nicht für Jebel Ali. Dann bleibst du da liegen. Das ist mir egal. Dann ist mir das jetzt herzlich egal. So, hier gibt's ein Schnäpschen und damit dürfte diese Vorgabe auch erledigt sein. Na... Genau, Spirituosen, Haken dran, fertig.
Sachen ist es gar nicht mehr so viel. Kunststoff. Kunststoff wäre noch was. Manila, Kunststoff, genau. Das ist schon mal eine Idee. Machen wir. Ab nach Manila. Also das ist jetzt schon ein sehr ehrgeiziges Projekt, stelle ich fest. Da waren die anderen Projekte waren da nicht so anspruchsvoll. Aber gut, ich meine, vielleicht empfinde ich das jetzt auch etwas intensiver, weil die uns ansonsten die Lichter ausdrehen wollen. Wäre ja möglich. So, da hätten wir nochmal Metall. Ja, komm, wir nehmen den Metall mit. Den Metall, ja. Den Metall nehmen wir mit. Das Metall natürlich. So, der wird noch repariert. Oder ausgebaut, besser gesagt, ne? So, wo liegt noch irgendwo ein Schiff blöd rum? Ah ja, der hier, genau. Stimmt, der hat ja, ne, ein kleines Problem. Wissen wir. Aber gut, weiter geht's. Neue Aufträge verfügbar. Darauf habe ich gewartet. Sehr schön. Möbel. Jawohl, Möbel. Oh, hier sind nochmal Möbel. Und ich kann es nicht mitnehmen. Verarsch mich doch nicht. 3400. Aber wobei, Moment, von New York brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Oder New York haben wir schon mal einen Teil geliefert gehabt. Ja, okay, also Baustelle New York erledigt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Abfahrt. New York, Haken dran. So, wer meckert hier? Wo hupt's? In Indien, ah ja. Elektronik und Antiquitäten aus Japan. Mhm. So, Chemikalien, Textilien, Jebel Ali. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Shanghai, Shanghai, Shanghai. Ja, komm nochmal was für Shanghai. Dann können wir da drüben auf Kunststoffsuche gehen. Wenn es dann soweit ist. Yamato kommt in Dakar an mit den Glöckchen Luxusgütern. Die letzte Fahrt. Die letzte Glöckchenfahrt. Tja. Felixstowe, da gibt's halt ne, Metall brauchen wir nicht mehr, ne? Ich glaube, Metall sind wir durch. Metall sind wir durch. Ja, weißt du was? Du fährst nach Italien. Mag jetzt natürlich auch daran liegen, dass es bei uns gerade schweinekalt ist, aber vielleicht denke ich deshalb so oft an Italien. Wäre möglich. Ich weiß es nicht. Postbonamax in New York. Jawohl, mit Luxusgütern. Sehr gut, so die Milliarde ist schon wieder geknackt, sehe ich gerade. Ja, jetzt kommen Möbel. Ein Möbel nach dem anderen. Ach komm, hör doch auf. Da brauchen wir nicht mehr, gell, jetzt. Möbel, 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 Möbel. Wahnsinn. Oh, das wäre nicht schlecht. Kriegen wir die beide drauf? Ja. Die gehen beide drauf, prima. Also, dann fahren wir nach Thailand. Ist doch in Ordnung. Und der Feder kommt in Algier an. Mhm. So, du warst auf dem Weg. Wohin, mein Freund? Wo wolltest du hin? Was wollte ich mit dir machen? Was wollte ich mit dir machen? Wenn man das wüsste, wenn man sich nicht alles immer mitschreibt, ne? Schrecklich. Was wollte ich mit dir? Ich weiß es nicht mehr. Aber du legst ab. Nach Italien. Bist ja gleich da in 2 Tagen. Also was soll's. Ankunft Manila. Jetzt lass hier bitte... Halt, nein, stopp. Nicht reparieren, sondern auftanken. Jetzt lass hier bitte... Kunststoff da sein. Nein. Okay, kein Kunststoff. Schlecht. Ich brauche Kunststoff für Jebel Ali. Okay, also dann reparieren wir dich hier einfach mal. Sollte nichts Problem sein. Und der erste kommt in Italien an. Sehr gut. So, voll getankt. Den Kahn, mich würde mal interessieren, wie viel, wie viel Sprit wir schon rausgehaut haben. Textilien von Italien, jawohl. Sind auch noch offen, ne? Also, dann können wir hoffentlich die Textilien zumachen mit dieser Fahrt. Möbel wären wir zwar lieber gewesen, aber gut, man sollte nicht zu anspruchsvoll sein. So, neue Aufträge, das sieht man natürlich sehr gern. Allerdings auch nur dann, wenn es was bringt. In diesem Fall leider nicht. Schwierig. Hm. So, der ist in 0 Tagen fertig. Okay, also wird heute fertig.
Das ist sehr schön. Hier hätten wir nochmal jede Menge Metall. Für Jebel Ali. Aber ich glaube, das Metall ist dann hinfällig, ne? Wie viel waren denn das noch, Metall? Ach, Metall ist durch. Ja, ja, komm, hör auf. Passt. Anchorage ist unterwegs. Ein Schiff, Reykjavik ist eins unterwegs. Kunststoff, ja, Kunststoff ist ein Riesenproblem. Kunststoff ist ein Riesenproblem. Ja, dann düst du in die Türkei, mein Freund. Pass auf. Bist du jetzt schon? Nee, du bist nicht fertig, gell? Nee. Das wäre ja, ich schaue noch gerade, hey, du bist ja fertig. Nee, nix ist ja, verstehst? Nee, machen wir so rum. Du wartest jetzt noch, bis du fertig bist. Hier wird angelegt mit Metall aus Hamburg. Ja, also Metall ist schon lang zu, habe ich nicht aufgepasst. Habe ich nicht aufgepasst. Hab ich gepennt. Louis Luxury für Dakar. Nö, ist uninteressant. Kunststoff Sydney. Oh, Santos wäre natürlich auch eine super Geschichte, aber Na, ich weiß nicht. Panamax. Nee, wir fahren nach Ägypten. Und fahren von Ägypten dann gleich weiter in die Türkei. An den Bosporus. So, nächste Kollege kommt an in Italien und sagt mir, dass wir Möbel haben. Nee, wir haben bloß Textilien, keine Möbel. Das wollen wir aber nicht. Dann wirst du repariert, ganz einfach. Und wir warten auf den nächsten Auftrag. So, Feder kommt an in Italien. Den können wir voll tanken und der wartet ebenfalls. Metall. Brauchen wir nicht mehr. Nein. Ah, hier hätten wir noch was für Italien. Das ist eine gute Zone. Also ich sehe schon, unsere ganze Flotte trifft sich jetzt zum Stelldichein in Italien. Hamburg ist fertig. Hamburg ist fertig. Wird auch schon beladen. Hast du nochmal was dabei oder nicht? Nee. Nee, gehört nichts mehr dabei. Oh, für die Türkei wäre noch hübsches was dabei, ne? Hier so. Aber gut, nee, komm, wir's. Nicht aus den Augen verlieren. Nicht das Ziel leichtfertig aus den Augen verlieren. Das wollen wir nicht. Georgia Ports, Maschinen. Und du hast was für New York noch am Start. Genau, geil, wusste ich doch. Du hast noch was für New York. Also, weiter geht's nach New York. Und der Panamax in St. Petersburg. Hier waren wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Hier im kalten St. Petersburg. Mann, Mann, Mann. Spirituosen, ja, das lachen wir mal kurz. Das Thema ist auch durch. Spirituosen. Jebel Ali, okay. Also hier haben wir uns wohl komplett verfahren. Hier haben wir nichts zu suchen. Das ist ja schrecklich. Was gibt's hier? Hier gibt's auch bloß Metall. Metall, Möbel, ja, Wir haben eigentlich nur noch zielorientierte Lieferungen, ne? Wir haben keine Lieferungen mehr, wo kein Ausgangshafen dran steht. Doch, Kunststoff. Kunststoff ist, glaube ich, das Einzige. Ja. Kunststoff ist das Einzige. Aber hier wird ja nirgendwo Kunststoff hergestellt in Europa. So, Felixstowe. Rotterdam gibt es auch keinen Kunststoff. In Hamburg gibt es keinen Kunststoff. Nee, da gibt es nirgendwo Kunststoff. Das ist echt hart. Also, das, ja, das gibt es bloß da drüben offenbar. Blöder Kunststoff. Nee. Gibt's nirgends. Also, Kunststoff wirklich asienlastig. Halt, nee, stopp, was will ich denn hier? Ich bin in St. Petersburg. So ist es, genau. Ja, komm, dann nimm mal das hier mit. Dann verdienen wir Geld, Freunde. Dann ist es wurscht. Dann ist es völlig wurscht. Neue Aufträge. Das sehen wir natürlich gern. Jetzt lass was da sein. Bitte, komm. Medikamente. Chemikalien. Nein, es kommen keine Möbel von Italien. Das ist erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich. Es gibt von Italien keine Möbel in Richtung Jebel Ali. Also wenn da nicht verrückt wirst, dann weiß ich auch nicht mehr. Es ist unglaublich. So. Yamato. Ja, super, Yamato. Du bist ja genau hier richtig, verstehst? Yamato, ja, ja. Weißt du was? Du fährst in die Türkei. Da war was für die Türkei dabei, wenn ich das richtig gesehen habe.
Jetzt auf einmal. Wollt ihr mich verarschen? Wieso kommen jetzt auf einmal Möbel? Man muss nicht alles verstehen. Oh, halt, stopp. So rum, genau, da kriegen wir nämlich mehr drauf. So. Zumindest die Hälfte, glaube ich, von dem, was wir liefern müssen. Die ersten Möbel sind unterwegs, dass ich das noch erlebe. Meine Herren. Ach Gott, eine gute Nachricht, aber wirklich. So, hier haben wir nochmal Elektronik. Und hier hätten wir auch nochmal Möbel. Aber die brauchen wir ja nicht mehr, ne? Wir düsen nach Italien. Wir brauchen die Möbel von New York nicht mehr. Abfahrt. Und der Postbote Max kommt in Hamburg an. Was wollen wir hier eigentlich? Metall brauchen wir nicht mehr. Nee. Ja, ich würde sagen, hier geben wir einen Reparaturauftrag. Du wirst mal repariert. 9 Tage, ne? Hamburg haben wir ja 25% Bonus. Das wissen wir. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mit der heutigen Folge auch schon wieder Schluss. Das Ganze artet in Stress aus, aber wirklich. Jetzt haben wir genau 5 Monate noch Zeit, diesen Vertrag zu erfüllen. Das schaut überraschend gut aus. Die Möbel haben jetzt offenbar am Schluss auch nochmal ein Einsehen mit uns. Ich hoffe, das geht in der nächsten Folge so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet hier zu Let's Play Transocean The Shipping Company. Und sagt bis dahin, Mast und Schottbruch.